Ja, wie gesagt, meine lieben Freunde, wie ihr seht, immer noch die Ganzung. Also heute früh oder heute Nacht haben wir 0 Grad gehabt bei uns. Jetzt unterm Dach hat es sich jetzt gesteigert. Also wir haben heute einen 30.03. Und zwar knappe 14 Uhr. Also jetzt haben wir so ohne Wind 10 Grad, also knappe Arbeitsgrenze, Regen. Aber jetzt hat es ein bisschen aufgehört. Also ich muss heute mal nachschauen. Das heißt, heute werden die Bodenbretter unten gemacht. Und dann schauen wir mal, ob wir noch Futter brauchen, einlegen. Ja, nein, also in die Kästen selber arbeite ich heute nichts. Morgen soll es dann wieder 20 Grad plus haben. Meine Befürchtungen, wenn ihr die anderen Videos ja gesehen habt, das habe ich ja schon gesagt, dass das Wetter heuer ziemlich zäh beginnt. Dann ziemlich durchwachsen ist. Und Ende des Jahres haben wir dann dementsprechende Stürme, Starkregen, Überflutungen, Deichbrüche und so weiter. Ja, ob es stimmt, werden wir sehen. Ich werde es jetzt auch weiter nicht mehr ansprechen und nicht mehr erwähnen. Reicht ja, wenn man es einmal gesagt hat. Das heißt, ich tue jetzt meine Bienen peppen. Schauen, dass ich es hochkriege. Eben durch Zugabe von Futter. Dass die paar schönen Tage, was wir haben, dann auch die Kästen richtig da sind. Und die dementsprechend dann fliegen können und einen Honigeintrag bringen. Tja, ich schneide jetzt mal auf. Schaut zu, bleibt dran. Ist Nektarboll nicht gleich Nektarboll? Hier haben wir eine dunklere Variante, hier heller, das ist noch ziemlich weich. Der ist frisch gekauft, der ist jetzt schon ein Jahr alt. Ich denke mal, dass der mit mehr Rapshoniganteil gemacht worden ist. Der halt ganz einfach mehr mit Blütenhonig, wo ein bisschen Waldanteil mit dabei ist. So, der ist schön weich, den werde ich jetzt nicht anschneiden. Der wird jetzt aufgemacht. Werde ich auf jeden Fall brauchen. Einmal mit dem Cutter da rumfahren, aber ich zeige es euch gleich. Ja. Und die Folie aufziehen. Dann fahren wir normalerweise im Liegen. Aber dass ihr das jetzt besser seht, ich nehme da immer normales günstiges Cutter. Das schneidet eigentlich immer am besten. Einfach ein. Einmal rumfahren. So, jetzt habe ich natürlich auf die Kamera geschaut. So, einmal rumfahren. Will ich schauen, dass er euch die Pulsader nicht aufschneidet. So. Und dann könnt ihr das. Aber ich glaube, das zeige ich oben. Ihr habt jetzt das Prinzip gesehen, aufmachen tue ich es. Es gibt also kein schlechtes Wetter, sagt man immer, bloß schlechte Kleidung. Ich muss mal dementsprechend jetzt umziehen. Tja, morgen, also die nächsten 4 Tage muss ich voll arbeiten. Da bin ich im Schnitt, 15 Stunden unterwegs. Da bin ich bloß zum Schlafen daheim. Tja, entweder heute oder nie. Ja. Also, ich werde jetzt dann die schon mal aufmachen. Und zwar geht es sehr schön, Folie aufziehen. So, und dann könnt ihr es ganz einfach reinlegen. Ich werde es jetzt wieder machen von unten. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich drücke das Blatt von oben, aber bei dem Regenwetter, das ist mir, da kannst du vergessen. Also ich mache jetzt da schon mal die auf, weil wenn ich später die Handschuhe an habe, dann kann man das schlechter machen. Dann habe ich die ersten 10 Kästen, wenn ich den brauche, schon mal zur Verfügung und 10 brauche ich auf jeden Fall. Die Einstellung heute ist natürlich ein bisschen schlecht, weil jetzt geht es erst darum, die Kästen zu machen und nicht ein gutes Video. Also nicht, von der Güte her meine ich ja von der Optik. Aber ich denke, ich werde euch da noch dazu holen, aber ich möchte auch nicht, weil die Kamera ist ja auch nicht wasserdicht. Heute geht es also wie gesagt nur darum, das Bodenbrett zu reinigen und dann Futter unten rein tun, also in den Kasten rein. Ich denke mal, ich werde nicht schauen, bloß einen Blick von unten, ob es noch da sind.
Und vom Gewicht her, vom Hochheben, wisst ihr ja dann ungefähr, wie es ausschaut. Aber na, wir werden halt mal schauen. Ne? Siehst du, das wäre jetzt schon ein vorgereinigtes Bodenbrett. Genau, machen wir es halt einmal. Machen wir es halt einmal beim ersten so. So, dass die Erschütterung für die Bienen nicht so arg ist, zärtlich arbeiten. Dann wird einfach der aufgemachte Futterteig, lege ich unten rein, halt nach vorne. Jetzt könnt ihr euch das nochmal anschauen. Hoppala. Der wird so reingelegt, der passt da auch genau rein. Vorteil, jetzt kann die Kälte nachts auch nicht mehr so rein. Jetzt müssen sie halt anderweitig kühlen. Nachteil ist, der Abfall fällt jetzt komplett da drauf. Die Bienen machen das normalerweise selber sauber. Da hatte ich bis jetzt immer keine Probleme, wie ich das so ausprobiert habe. Ja, ihr habt schon geschrieben, von oben. Ist natürlich besser von oben. Ihr könnt es nach wie vor von oben machen. Ich würde es auch nur empfehlen von oben. Ja, aber ich mache das eben. Bodenbrett aus. Das wird jetzt wieder sauber gemacht und dann nehme ich es her. Also bis jetzt sind die Bienen alle da. Ich habe jetzt erst 3 Kästen gemacht. Sie sind sehr leicht, sie sind aber sehr voll. Das heißt jetzt, wenn das Wetter schön ist, reinschauen und dann gleich Absperrgitter rein und am besten aufsetzen. Dann können wir es oben schon mal ausbauen. Ja, jedenfalls bei mir. Dann sehen wir weiter, wenn die oberen ausgebaut sind, werde ich wahrscheinlich, was ihr wieder nicht wollt, die Brutwaben umhängen. Oder besser gesagt, die äußeren Waben, die leeren Waben unten wegnehmen. Das könnten wir auch gleich machen, aber das wird alles kommen. Dann die äußeren Waben eben wegnehmen, die leeren, und unten dann wieder die neuen dazusetzen. Aber das schauen wir mal. Ne? So, das möchte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten, da habe ich schon mal einen reingelegt. So schaut es dann eben aus, wenn er leer ist. Tja, haben sie anscheinend angenommen. Was machen die Milben? Aber das räumen wir jetzt selber raus. Kann man jetzt ja nicht nachschauen. Aber so wie ihr das sehen könnt, wie gesagt, haben sie eben schon gebraucht. Was ich euch jetzt natürlich auch nicht vorenthalten möchte, ist der Kasten. Das ist jetzt der doppelte, zweifach überwindet. Die müssten eigentlich oben sitzen. Die sitzen auch oben. Wie ihr das sehen könnt, die sind schön verteilt auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Waben. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie weit das die unten durchhängen. Tja, aber das Bodenbrett muss raus. Ja, ich werde es euch später. Also ich kann es euch jetzt leider nicht anders zeigen. Die Sache ist die, unten, der untere Sheet ist ja richtig mit Propolis, mit dem oberen Kasten oder die oberen beiden Kästen schön verklebt. Das heißt, es ist ein wenig Kraftakt, ihr müsst diese beiden Kästen wegheben, dann wird da eben das neue hingestellt. Dann wird mit Stockmeißel das untere abgetrennt und dann einfach die beiden Kästen wieder draufsetzen, nicht reinschauen. Die sitzen quasi jetzt auf 12 Waben. Ich möchte mal weiter nicht stören, also bis jetzt sind es Bombenvölker. Der gehört erst einmal gewaschen. Der ist sowas für dreckig. So. So, jetzt haben wir 17 Uhr. Haben wir ein paar Stunden gemacht. Jetzt bin ich batschnass, aber nicht vom Regen, sondern vom Schwitzen.
Ja, ich fahre jetzt heim, schmeiße mich erst einmal in die Dusche. Tja, der Regenmantel war jetzt nicht schlecht. Das heißt, es kommt zumindest nichts auf eure Knochen durch. Und wenn ich impf gern, ihr erinnert euch ja zurück, dann regnet es ja meistens immer ein bisschen. Das heißt, jetzt habe ich erst einmal einen Riesendurst. Immer das Trinken dabei haben. Was warmes wäre jetzt auch lieber, aber naja. Also, durchgeschaut habe ich jetzt die 30 Kästen. Sind alle da, kein einziger Verlust. Also heuer schaut super aus. Das heißt, letztes Jahr Behandlung, wie wir gemacht haben, werde ich dann so beibehalten. Jetzt bin ich mal wieder auf einem Level, wo das klappt, weil die letzten Jahre hat es bei mir immer nicht so hingehaut. Ich habe immer gedacht, ja, wie gesagt, Behandlung kommt ja dann eh nochmal dran. Ich werde es jetzt also beibehalten mit meiner ganzen, wie sagt man so schön, Klaviatismus. Ja, 230 Felger sind es auf 30 Kästen. Jetzt müssen wir mal schauen, was die anderen zwei Königinnen gemacht haben, die was wir zusammengesetzt haben, die zwei Kästen. Ja, Durchsicht auf jeden Fall die nächsten 14 Tage. Wenn das Wetter auf jeden Fall besser ist bei Regen und bei den Temperaturen, vergisst es, schaut gar nicht rein. Ich habe jetzt zwei Kästen keinen Futterteig rein, der war extrem schwer, da hat es passt. Zwei waren extrem leicht, oder besser gesagt die leichteren. Einen habe ich zum Schluss noch nachgesetzt, der hat jetzt zwei Futterteige drin. Der war extrem, also waren zwei Kästen, ja, doppelt überwindet, so leicht wie ein mittlerer Einkasten-Zarge, ne, gut ausgesprochen, hoffe ich. Ja, heute halt wie gesagt bloß ein halber Arbeitsgang. Nächstes Mal kommt ein anderer halber Arbeitsgang dran, aber jetzt hoffen wir mal, dass das Wetter passt. Bienen sind da. Schauen wir mal, ob wir das nächste Mal schon aufsetzen können, dass die ein bisschen erweitert werden oder umsetzen. Aber wie gesagt, das mache ich ja immer so recht spontan. Von Süxtus, da hast du es. Dann danke ich fürs Einschalten. Daumen hoch, Kommentare. Schönen Abend, schönes Wochenende. Bis in 14 Tagen. Euer Herbert. Servus.